Hi und willkommen zurück bei Fortress Craft Evolved. Wir sind auf dem Weg nach unten und wollen unseren Fahrstuhl fertig bauen. Dadurch, dass ich neu geladen bin, geladen habe. Ich bin nicht geladen. Starten wir natürlich wieder oben und müssen jetzt runterdüsen. Das ist leider ein bisschen schade in dem Spiel. Dass der, wenn man das Spiel speichert und neu lädt, startet man jeweils immer wieder oben. Man muss also sich immer wieder nach unten aufmachen. Und wenn man sehr, sehr tief zum Beispiel arbeitet und ab und zu mal das Spiel beendet oder am anderen Tag weiterspielt, ja, dann muss man immer wieder in die andere Richtung und einmal nach unten fahren. Und ich will mal gucken. Stopp, 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 stopp. Hier ist noch das Thema blaue Würfel. Na? Perfekt. Kann es weitergeben. Sind wir jetzt bei 400. Okay, das passt. Gut. Und hier ist der Cargo-Lift. Jetzt ist er bei 203 blockt. Das ist aber okay. Verdammt, wir haben keinen Lift dabei. Boah, was für ein Mist. Verdammt, verdammt, verdammt. Also nochmal nach oben düsen. Und einen Lift holen. Nochmal durch, aber ist nicht. Wir haben ihn einfach nicht. Wir haben ihn oben vergessen. Müssen weiterfahren. Haben hier aber immerhin es jetzt geschafft, schnell von einem Fahrstuhl auf den anderen umzuspringen. Dadurch hatte der noch ein bisschen Energie drin, also ist weiter nach oben gefahren, ohne dass er stoppt, dass wir ihn neu starten mussten, neu beschleunigen mussten. War ein bisschen Zeit gespart, aber ja, wir sollten einen Lift mitnehmen. Lustig, wo ist der hin? Wir hatten den ja auf jeden Fall. Das heißt, er muss ja eigentlich irgendwo sein. Manchmal gehen mir hier Dinge verloren. Und ich weiß nicht, wo sie dann hin sind. Wir haben hier diese Rackrails, ja. Boom Controller. Aber hier ist nichts anderes. Es geht hier auch... ist auch nicht größer. Das heißt, wir werden jetzt einen Lift wahrscheinlich wieder bauen müssen. Jetzt nicht so ein Riesending, aber halt schön ist nicht, weil wir müssten ja eigentlich einen gehabt haben. Basic Cargo Lift. Improved. Okay. Wir nehmen erstmal den Basic. Dazu brauchen wir Light Machine House und 4 Servomotoren. Okay, Servomotoren. Und eine Copper Wire. 1, 2, 3, 4, genau. Dann hier hin. Auf den Cargo-Lift. Da ist er. Crafting. Crafting. Da ist er drin. Okay. So, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg wieder runter. So. Wir können hier jetzt voll durchbeschleunigen. Wir müssen ja eh nochmal umsteigen. Ich habe mir unten übrigens die hier F1 einmal geordnet. Ich weiß auch, dass ich mir bei der F2 die einfach mal rausschmeißen kann. Mal hier den Lift reinsetzen oder so. Genau, F1. Ich versuche das jetzt nicht zu verändern und so zu lassen. Hier sind so die wichtigsten Sachen drin. Wo müssen wir hin? Als erstes bei 450. Ja, schon mal abbremsen hier. Hier irgendwo kommt jetzt 450. Genau. Hier steigen wir aus. Schnappen uns hier das Zeug. So. So. Quatsch. Zack. Genau, setzen hier jetzt den Lift rein. Cargo 300.
Achso, nee, okay. Load all unten und nach oben den, okay. Jetzt fährt er nach unten. Und das sollten wir jetzt auch tun, denn unten sollten wir jetzt ja entsprechend das Gold reintun. Genau, das ist dann 450, 650. Achso, es ist eh ganz unten, okay. Genau, und hier sollten wir das dann auch so bauen, dass der hier das Zeug entsprechend einlädt. Na? Gut. Und bekommt das von hier. Könnten wir das eigentlich gleich so bauen, dass das hier rumgeht. Mal schauen, wo geht das hin? Ob er das verteilt hier entsprechend. So, geht da rauf. Und sollte jetzt hier die Sachen einladen. Nach oben sollte es dann weniger werden. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Lädt er hier um? Ah ja, okay, der lädt hier erstmal direkt ein. Okay. Können wir notfalls nochmal weiter bauen? Müssen wir aber auch nicht unbedingt. Ich nehme hier oben aber mal diesen Bereich weg, sodass man da quasi hochgucken kann. Genau, der lädt hier entsprechend die Sachen ein. Kann ich hier irgendwas sehen? Nee, ne? Nee. Okay. Aber er lädt sie ein. Dass ich hier jetzt weiter nach oben fahren kann. Steig hier gleich mal um und geh mal auf das Thema 450. Nein. Verdammt. Oh, verdammt. Ah. Super. Wir sind irgendwie unter den Fahrstuhl geraten. Sehr ungünstig. Aber wir haben ja immerhin unten das erstmal fertig gebaut. Damit bin ich also erstmal ganz zufrieden. Gut. Ich hüpfe hier mal runter. Ohne nochmal ums Leben zu kommen, wenn es geht. Gut, schnapp mir hier die wichtigsten Sachen. So. Guck mal, wie schaut's aus bei den Erzen. Ja, das sieht ganz gut aus. Geh hier einmal hinter. Wie sieht's hier bei der Forschung aus? Da sind wir noch nicht mal bei der Hälfte. Das heißt, die braucht auch noch ein bisschen. Und hier dockt es irgendwie gerade. Ah, weil das hier voll ist, ja. Oh. Was können wir denn da machen? Wir könnten hier noch was vorsetzen. Damit es mindestens ein bisschen zwischenspeichert. Hier quasi überhaupt weitermachen kann. Okay. Haben wir hier mal ein bisschen Energie. So. Tja. Ist auch eher nicht optimal jetzt hier. Aber sobald der hier was rauszieht, sollte er ja weiterarbeiten. Erstmal ist der hier eh beschäftigt. Okay. Jetzt läuft der Teil hier weiter
Und genau, wir können uns wieder auf den Rest konzentrieren. Ich will hier oben noch ein bisschen rumgucken, damit ich ein bisschen Leben auflade. Guck hier mal rein. Okay, hier haben wir jetzt auch wieder Sachen, die wir dann hier loswerden. Ups, war nicht das Richtige. So, okay. Ich habe hier noch ein so ein grünes drin, ne? Da. Einen komischen grünen Pott, den will ich natürlich auch nicht mit mir rumschleppen. Der nimmt nur Inventarplätze weg. Das heißt, ich packe den mal hier rein. So, okay. Jetzt haben wir hier unten wieder, also die untersten beiden Reihen sollten schon so frei bleiben für noch andere Sachen, die wir temporär benötigen. Und dazu kann ich hier zum Beispiel ein paar Erze wegpacken. Okay. Nichts infiziert, der Rest ist okay. Okay. Gut, wir können jetzt weiter wieder nach unten fahren. Wir sind ja ein bisschen aufgeladen. Das ist natürlich jetzt echt ärgerlich, dass wir da einmal drauf gegangen sind, nur weil wir irgendwie weggerutscht sind. Ich werde mal gucken, dass ich bei... wo ist das hier? Bei 300? Da müssen wir eh noch kurz warten. Ein bisschen was abändern. Hier bauen wir so eine kleine Treppe hin. Okay. Und hier ist der nächste Fahrstuhl. Dann nehmen wir den. Wir fahren jetzt auf 300 mal kurz. Ich wollte hier nämlich einmal kurz aussteigen. Hier ist nämlich dieser Typ, der hier ja durchbaut. Und da oben gibt es zum Beispiel, was hat er denn hier? Hat er zum Beispiel ein Erz gefunden? Tin. Okay, hier ist nichts. Dann soll er mal ruhig weiterarbeiten. Und nächste Station 450. So, nee, wartet mal. Eine Sache wäre noch zu gucken. Könnten wir hier natürlich beim Gold. Halt die Frage. Ist hier blockt. Warum eigentlich? Eigentlich soll er das von unten nämlich priorisieren. Das wäre irgendwie besser. Weil wenn er das von unten nämlich priorisiert, dann heißt es auch, wir könnten so ein Priorisierungsteil vielleicht da einbauen später. Aber erstmal will ich gucken, ob es überhaupt funktioniert. Wir fahren auf 450 runter und gucken uns mal unseren Fahrstuhl an. Bremsen. Hier steigen wir mal aus. Kommen wir hier. Sind wir schon fast schon wieder runtergefallen. Meine Güte. Also. Machen wir hier zu. So. Nehmen hier noch eine Ebene weg. Ah, deswegen sind wir da immer runtergefallen. Okay, verstehe. So, hier hat der anscheinend unser Zeug hingeliefert. Und damit dieses Thema. Hier sind jetzt noch ein paar frei, ne? Was macht denn der Fahrstuhl? Was sagt er denn? Okay, er nimmt unten jetzt Cargo auf und fährt dann quasi hoch. Hier gibt's aber, hier kommen von unten halt auch noch Sachen nach.
Okay, wir können. Wir probieren das mal aus mit diesem Priorisierer. Das ständige Hin- und Hergefahre hier ist echt anstrengend. An. Das sieht schon mal gut aus. So, sind wir wieder oben. Und jetzt gucken wir uns mal das Thema Priorisierer an. Das müsste ja irgendwie bei diesen Förderbändern sein in dem Bereich. Hier. Da sind wir schon drauf. Okay. Gucken mal. Okay. Priority Splitter. Send all incoming items right. Außer wenn rechts geblockt ist, dann nach links. Ja, okay, das ist nicht das, was wir brauchen. Das hilft uns leider nicht. Dann müssen wir es wohl so lassen erstmal. Verdammt. Guck ich mal da drüben hin. Okay, der arbeitet noch. Könnte das Thema... Recharging, achso, okay. Ja, Recharge, das ist richtig. Könnte ich hier mal reingucken, wie viel wir von denen jetzt haben. Jetzt haben wir 8. Sehr gut. Von den hellen haben wir eh mehr. Gucke ich hier Thema Solar rein. Nehme mir hier Teile raus. Und baue 1, 2, 3, 4 von diesen besseren Solarzellen. Schmeiß das hier wieder rein. Hier hinten auch das. So, und kann jetzt die mal hier auch zusammenpacken. So. Und jetzt gleich nach oben gehen und mich um den Rest kümmern. Okay. Mal kurz, wie viel von der Paste hier noch drin ist. Hier sind 200 drin, logischerweise. Macht, wir brauchen noch 400 hier am Ende. 100, 200, 300. Okay. Ich brauche noch ungefähr 200 von dieser Paste. So. Nehmen die hier mit rüber. Ne, nur 100 brauche ich eigentlich. Eins. So. Paste da rein. Guck ich, dass ich die hier noch reinpacke. Wo ist die Paste? Hier. Und da. So. Okay. Perfekt. Dann haben wir das auch wieder. Ich wollte eigentlich oben die Solarzellen setzen. Ich wollte mal gucken. Das Ganze muss ja am Ende... Ich wollte das hier rüberlaufen, über den Block. Diese Mining Cars fahren hier immer noch durch die Gegend. Das ist auch sehr lustig. Die sind fleißig. Okay. Gut, wir müssten jetzt schauen, dass wir das hier... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay. Mal gucken, dass wir das irgendwie ein bisschen umgebaut kriegen. Hier. So, das ist der. Richtig? Und das ist der, richtig? Okay. So. Jetzt ist mal da drauf. So, die schießen jetzt da oben hin. Das macht noch nicht wirklich Sinn. Dann nur einen lilanen anbringe oder einen blauen. Wären sie nur eins weiter unten. Ich könnte das natürlich hier ersetzen. Dort, so. Dann ist da schon mehr Energie drauf. Und dann könnte ich natürlich oben die Solarzellen verwenden. Vielleicht ist das gar nicht so eine blöde Idee.
So, jetzt die hier drauf. Quatsch, hier. Solarzellen. 1, 2, 3, 4. Wunderbar. Dann komme ich hier so eine Teile mal rein, würde ich sagen. Okay. Da hinten auch. Wir machen das bei den Solarzellen ja immer, dann ist es auch einfach gleichmäßig. Ja? Dann sind die allerdings auch alle aufgebraucht. Hier lang. Noch was rumliegt. Okay. Gut. So, jetzt sieht es hier auch schon ein bisschen voller aus. Der schießt immer noch da lang. Ich könnte das hier also entweder umbauen und gleich so setzen, dass die auch daraus ihre Energie beziehen. Guck mal, es geht hier nach unten. 31 mittlerweile schon. Das ist schon ganz schön was los. Ja, natürlich auch eine Möglichkeit, das hier einmal komplett umzubauen. Das Thema. Nicht, ob das Sinn macht, aber hier, also eigentlich würde das schon Sinn machen, weil hier ist so viel, da ist so viel Power drin, das macht eigentlich mehr Sinn, das hier rüber zu bewerkstelligen. Mach hier mal einfach zu. Wenn man den Kram hier nämlich abreißen. Dann hat das oben jetzt wahrscheinlich nicht wirklich viel gebracht. Aber das ist eigentlich auch egal. Reiß den Kram hier weg. Nehmen das auch weg. Ja. Okay. Und schnapp mir jetzt hier. Mal gucken. Oh, jetzt weiß ich nicht, an welcher Stelle das war. Müsste ja eigentlich hier gewesen sein, oder? Eigentlich schon. Einmal hier. So. Hier. Geht da lang. Reiß den Kram hier weg. Genau. Das Ganze sollte dann hier rangehen. So. Und von hier geht es runter. So. Mal kurz hier. Ja, eigentlich so aus, als wenn es funktioniert. Wir müssen jetzt nur gucken, ob es richtig trifft. Die richtigen Komponenten quasi. Geht. Okay, sieht gut aus. Trifft die richtigen Komponenten. Okay. Gut, dann können wir von hier jetzt wieder nach oben gehen. Natürlich hier jetzt auch echt suboptimal, was ich da gerade mache. Keine Lust, mir da jetzt was hinzubauen. Also nehme ich einfach den anderen Aufstieg, den hier. Zack, der funktioniert immer sehr gut. Genau, hier nehme ich den Bereich weg. So. Geh mal hier oben rauf. Und nehme hier einfach... Nimm hier einfach mal alles weg. So. So. Jetzt ist alles weg. So. Hier an der Seite nehme ich die Teile mal auch mit.
und von mir aus die. So, dann baue ich das Teil hier um. So. Und zwar soll das dann etwa so aussehen. Geht das? Ja. Dort. Geht hier rüber. Geht da hin. Genau, und der Bereich liegt dafür raus. Als erstmal. So. Hier habe ich ja jetzt eh zugebaut. Das heißt, eigentlich kann ich das hier auch gleich zumachen. Hat überhaupt keinen Sinn, dass das hier offen bleibt. So. Okay, das geht da runter. Hier neben kann ruhig noch einer sein. So. Das würde dann quasi weg sein. So. Geh mal hier. Genau, ach ne, einen sollte es ja daneben noch bei. Wäre es besser, wenn es gleich zwei hat, so. Ja. Und dann hier quasi auch noch ein Licht rankommt. Ja. So sieht das Ganze doch sinnvoll aus. Ist nicht so sinnvoll, das darüber zu bauen, egal. So, hier oben kommt ein Dach rauf. Dann würde man von hier aus, könnte man noch Solarzellen darüber schießen lassen. Wenn der jetzt hier drauf ist, schießt der da rein. Okay. Macht gar nicht so viel Sinn. Das ist eins zu hoch. Weil niedriger kann ich ihn nicht setzen, weil er dann da reinkommt. Okay. Gut. Dann ist es so. Im Idealfall ist quasi hier die Mitte. Genau. Und dann ist ja der Weg immer der. Dass man von dort das so baut. Genau, genau. Das heißt, ich gehe mal hier hin. Gehe mal hier drauf. Und tausche ich hier die Sachen aus. Weiß es gar nicht. Macht eigentlich auch nicht so viel Sinn. Am meisten würde es vielleicht noch Sinn machen, diese mittleren Teile hier immer noch auszutauschen, aber eigentlich ist hier überall genügend Energie. Und die feuern ja da jetzt auch konstant runter. Also überlegen, ob man das einfach so baut. Hat man hier wieder diesen Durchgang. So. Und dann hier nach unten. So. Sieht es auch wieder halbwegs cool aus. Nicht, warum hier was runtergeht. Keine Ahnung. Kommen wir auch mal zu. So. Wir nehmen das hier einfach so weg. Okay. Gut. Okay, die powern darüber. Ziehen hier Energie raus, wo wir genügend Energie haben. Wir haben jetzt viele von diesen Solarteilen. Von denen haben wir auch ein paar. Okay, dann gucke ich mir nochmal an, wie es gebaut ist. Hoppala. Und zwar ist es gebaut. Mitte, drei daneben und dann der. Oh, was hab ich denn jetzt hier schon wieder? Hängt schon wieder irgendwo fest. So, Mitte.
Mitte. 1, 2, 3. Dann kommt hier einer hin. Beziehungsweise... So. Genau. Dann 1, 2, 3. So, hier einer hin. So. Genau, hier hinter kommen immer Solarteile. So, 1. Da. 8. Ach, das war richtig sogar. Okay, darauf. Hier, der hin. 2. Solarteil drauf. So ungefähr soll das dann aussehen. Werden dann quasi auch noch so wie diese Felder da drüben mit so einem verbunden. So der Plan. Hier zwischen sind immer zwei, ja. Würde das da sein? Okay, das würde passen. Nur gucken. Doll die jetzt da runter schießen. Ah, die ziehen schon ganz schön Energie raus. Aber, also das kratzt den hier oben, den Storage, nicht mal im Ansatz. Das heißt, wir könnten ruhig mal gucken, ob wir vielleicht das, ob wir vielleicht das Forschungslabor noch ein bisschen über den oben, versorgen. Indem wir hier zum Beispiel, eine Linse reingeben. Hätten wir eine drin. 1. Und 2. Kommt da ein bisschen mehr Energie rein. Und... Oder wir machen noch was anderes. Wir haben doch hier noch einen, oder? Ja. So. Wir den so bauen. Und dafür hier keine Linse reinnehmen. So. So, okay. Dann sollte der ja hier eigentlich mehr Energie kriegen. Denn oben geht es rein und auf den drauf. So. Sollte ja eigentlich hier ein bisschen mehr Energie von reinkommen. Ich guck mal. Hier sieht noch alles gut aus. Hier sollte ja jetzt ein bisschen mehr Energie sein, oder? Weiß nicht. Müsste aber eigentlich. Aber sieht so aus. Gucken wir mal, ob das jetzt hilft. Hier gucken wir mal, ob noch was drin ist. Ist leer und ist leer. Wow, das ist das erste Mal, dass beides komplett leer ist. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.